Da sind wir auch schon wieder. Ich sag ja sofort. Huhu. Ja. Mach weiter. Du nimmst mir nicht genug Hydrogen ab. Ich kann dir noch ein paar Zückchen schicken. Das ist kein Problem. Ja, wobei der Punkt auch nicht schnell genug, stelle ich gerade fest. Oh Gott, Kohlegas kommt halt gar nichts an gerade. Was passiert mit dem Kohlegas eigentlich? Aber verarbeitungstechnisch, also Tanks bei mir sind noch leer. Oh, halt falsch. Ich probiere mal was aus. Also es kann sein, dass der Strom ausfällt. Aber theoretisch müsste jetzt Kohlegas kommen. Ah, testen wir mal. Wie schaut's aus? Sauerstoff. Da kommt ein Sauerstoffzug, sehr schön. Apropos Sauerstoff und Schleichwerbung, wie war das? Sauerstoff, der Powerstoff? Der Powerstoff mit Sauerstoff. Ah, oder so. Also, ah, hört mir auf. Ja. Also bessere Schleichwerbung wäre nation42.de. Das ist eine coole Seite, habe ich gehört. Das ist aber keine Schleichwerbung. Hm? Das ist nur Eigenwerbung. Hm. Stimmt. Stimmt. Cody? Ein Klugscheißer, oder? Habe ich von dir gelernt. Dein Sauerstoff kommt nicht an. Irgendwie. Also vom Besten. Mein Sauerstoff kommt nicht an. Ich glaube, irgendwo fehlt ein Rohr. Ach, da hinten. Ich habe gesagt, da oben in der Ecke. Ja, das war das, wo ich gerade beschäftigt war. So. So, die Anlagen drehen sich. Solange noch. Es dreht sich alles. Ja, wir haben noch 1000 Kohlegas. Jetzt ist der Tank leer. Ja, das war's dann. Ja, Sauerstoff kommt gerade. Der fällt gerade bei mir los. Ja, irgendwie hat es nichts gebracht. Ich muss mal das Rohr entlang finden. Wie das Kohlegas an den Bahnhof da oben hinkommt. Das ist bestimmt total bescheuert. Warte mal, wo? Kohlegas ist hier. Das geht da lang. Boah Gott, das will denn da runter, da lang. Geht einmal. Hä? Das Rohr ist voll. Wurde das Rohr gekappt irgendwie? Welches Rohr voll? Das Kohlegas ist voll. Warte mal, das ist die Pumpe, pumpt da rein, die pumpt da runter. Ah, ich verstehe, ich erinnere mich. Ich habe irgendwann mal diese Pumpe gedreht, damit die Alu-Versorgung hier versorgt wird. Ich verstehe. So, Kohlegas sollte jetzt hoffentlich ununterbrochen kommen. Schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass deine Asche hier wegkommt. Das ist der eleganteste Weg hier durch. Das wäre eher so rum. Ups. Besonders elegant wird es hier garantiert nicht werden. Ey. Meist gelobt und schon fängt er wieder mit Dissen an hier. Ich hab nicht gedisst, ich meinte vom Anlagenaufbau her. Ach so. Ich mal gleich das Schlimmste von mir erwarten, ja. Ja. Erfahrungswerte. Ach guck mal, da können wir doch direkt an das da anschließen hier. Alter! Was denn? Alter, oh. Hat er gesagt. Alter, Falter, habe ich gesagt. Alter, Falter, weißt du? So, da kommt wieder Sauerstoff. Ich bin mal gespannt, wie die Sauerstoffversorgung dann wird. Okay, wir sind jetzt hier voll mit Sauerstoff. Fast voll. Kohlegas. Na gut, der braucht natürlich jetzt eine Weile, bis es da oben erstmal ankommt. Ja gut, aber die Tanks sind alle knallevoll bei mir. Also da kannst du ein bisschen holen. Ah, die Schaltung bei Kohlegas ist auch noch auf 1000 geregelt. Da muss ich auch nochmal höher einstellen. Aber die pumpt nicht mehr. Die pumpt auch raus. Nichtsdestotrotz muss ich mal wissen, wo das Kohlegas herkommt. Also, geht unter anderem dahin. Kommt dann von da. Um Gottes Willen. Halt, jetzt habe ich es verloren. Da. Alter, Schnaps hat echt hier eine Meisterleistung an Rohren verlegt. Kilometerlange Strecken ohne eine Pumpe dazwischen. Rohrverleger? Weißt du, so macht das doch immer. Geht's hier lang? Ah, hier ist die Pumpe. Also wir pumpen sogar durch.
Dann macht das doch Sinn, wenn man die drehen, weil das ist, ja, das ist die Hauptleitung. Ja, passt, also das haben wir richtig gemacht. Oligas ist gerade gekommen. Ja, sehr schön. Aber ich befürchte, dass das Kohlegas. Also, ich denke mal, Kohlegas brauchen wir definitiv einen zweiten Zug. Aber das ist kein Problem, weil die Anlage, die Kohlegas ja liefert, wird ja dann eh irgendwann woanders gebaut. Beziehungsweise da bin ich ja schon dran. Also, Kohle, wenn du möchtest, kannst du mir da sogar helfen. Was hättest du denn gerne? Pass mal auf. Die Hauptkohlegasherstellung ist ja. Dieses Prachtstück, das ja das Holz quasi verarbeitet in mehreren Steps. Und jeder Step bringt ja Kohlegas. Ja. So, die neue Holzverarbeitung habe ich ja angefangen hier oben aufzubauen. Und mein Ziel war es, die Verarbeitung von Holz in Kohlegas dahin zu setzen. Weil drüber mache ich ja das Holz und drunter mache ich das ganze andere Kram. Ja. Und das würde ich dann jetzt eigentlich so als nächstes in Angriff nehmen. Aha. Ich sehe gerade nur, dass wir das Problem kriegen, dass unser Teer hier gleich voll ist. Bummi? Ja? Die Anlage, die aus Teer Erdschlacke macht, kannst du die kurz reparieren und einen provisorischen Teer-Anlieferungsbahnhof hinsetzen? Provisorischen Teeranlieferungs. Ja, oder halt. Ja, im Endeffekt muss er nicht provisorisch sein. Im Endeffekt brauche ich da unten einfach einen Bahnhof. Sonst platzen wir hier bald. Und das bald ist wirklich. Hey, warum pumpt der hier nicht raus? Oh, hier ist noch was völlig. Oh Gott, hier ist noch was völlig Falsches eingeschlossen. Aber deine Hydrogentanks werden voll. Langsam, aber sicher. Ja, weil ich jetzt auch noch mehr Züge eingestellt habe. Oder wollen wir alternativ ein bisschen Strom erzeugen, Dossi? Ich habe noch ein paar von den Ölburnern. Ah, nee, lass mal. Naja, es sollte nur eine Anlage sein, die dein Hydrogen miniert. Nicht, dass wir es einfach nur komplett wegbolzen. Ich weiß bloß ja nicht, wie viel du da produzierst. Genug. Wobei, da Dossi nicht so viel Sauerstoff aktuell noch abnimmt. Ab. Bitte? Was? Ja, noch, ne? Danke, noch. Lass mal den Zug ein paar Mal hin und her fahren. Also der Bahnhof ist schon wieder halb leer. Ja, meine Tanks sind voll. Da liegen knapp 300 km habe ich rumliegen. Ja, ein Zug ist halt doch zu wenig. Kein Problem, so. Also im Notfall. Im Moment fährt er ja nicht oft. Wieso, der müsste eigentlich dauerhaft fahren, weil bei mir steht er nicht. Wenn, dann ist dein Betankungssystem beschissen, wenn er bei dir rumsteht. Bei mir fährt er schon wieder weg. Da ist eben rein. Alles gut. Also, das muss funktionieren, wie das aufgebaut ist. Ja, passt. Weiß zwar nicht, was die Schaltungen tun, aber es passt. Ab 4000 lospumpen. Okay. Hier bei mir an allen Bahnhöfen. Cool, ich glaube, wir müssen hier ein 3:2 machen. Meinst du? Naja, es staut sich so langsam hier, oder? Ja gut, es hatte sich halt schon vorher aufgestaut. Willst du da... Alter, Kamingas kommt hier gar nicht mehr an. Hast du noch eins? Hast du noch Kamingas? Bin ich leer, ne? Das weiß ich nicht, muss ich gucken. Mein Kokofengas ist auch schon wieder leer, weil keine Kohle da ist. Oh Gott, ein Teufelskreis hier. Immerhin kommt Synthesegas jetzt wieder. Also, das ist gerade die Hauptanlage, die hier Synthesegas macht. Ich glaube, eine Rohrverbindung ist hier zu wenig, oder? Für Kohle kann ich sorgen. Mal, ich guck mal, dass ich hier ein paar Pumpen mehr dazwischen setze. Ja. Lalalala. Da und da und huch. Ja, lass es mich einsammeln. Mann. Oh, ich hab noch keinen Platz im Inventar, Mann. Wieder Shift C? Ja. Shift C ist eine super Taste. Was ist jetzt kaputt?
Ah, ich glaube, die Schaltung kann ich aber mal abreißen hier, weil das ist ja. Die brauchen wir ja nicht mehr. So. Das habe ich auch noch nie so verstanden. Eigentlich kann man das doch so machen. So, und dann. Ach so, wegen dem hat er es gemacht. Ja, aber im Endeffekt ist es jetzt egal. Passt. Brauchen wir hier keine Notfallschaltung mehr. Alter, wir sind hier mit Dieselgas voll, du. Das ist ja super. Ja, also wenn der Synthesegas zukommt, der wird voll gemacht und fährt gleich wieder raus. Also der ist jetzt komplett voll. Du hast hier oben auch nochmal einen Ersatztank. Der Kohlegas ist voll. Oxygen ist voll. Synthesegas oben ist voll. Ja, deine Anlagen haben schon aufgehört zu produzieren. Sehr gut. Ja. So muss das. Ich traue mich nur nicht, jetzt das Synthesegas zu keinem zu schicken. Weil ich dann Angst habe. Zumal unsere Hauptstromversorgung gerade momentan nur von diesem Zug lebt. Ja gut. Romy produziert ja jetzt auch Strom. Mit dem Wasserstoff, ja. Ja. Aber wahrscheinlich nicht genug, wenn ich die Anlage ausschalte, oder? Probier's. Soll ich probieren? Okay. Wird eine Weile dauern, bis die ganzen Tanks leer sind. Weil dann drehe ich mal die Synthesegasabnahme. Dann schicke ich das mal zu. Ah ne, wenn ich es zu keinem schicke, dann läuft ja keins Anlage an. Ist auch bescheuert. Ah. Ich drehe einfach die Pumpen an dem Bahnhof, wenn ich den scheiß Bahnhof mal finde. Links. Da ist er. So, drehen wir. Ich drehe es anders. Wir drehen. Ach gut, aber deine Anlage läuft gut. Da ist ja alles knüllevoll, auch mit brennbarem Gemisch. Meine Stromanlage? Nein, das Brummis hier unten. Alles knallevoll. Ja, ich könnte die Verbrennertürme noch erweitern, wenn ich wollte. Das könnte ich ja quasi nochmal nach außen spiegeln. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass die ganze Synthesegasanlage hier von Arsch ist, weil wir es mit Hydrogen hinkriegen? Nein, das nicht. Aber ich mache da ja minderwertigen Strom, gefühlt. Minderwertigen Strom. Weil das brennbare Gemisch bei mir ja viel kälter ist, als das, was ihr mit dem Synthese herstellt. Mhm. Aber dafür, dass wir das Wasserstoff die ganze Zeit nur in die Umwelt gepumpt haben. Ja, das stimmt. So, was wird jetzt echt eine Weile dauern, bis unser Stromverbrauch ist, glaube ich, gerade aktuell auch echt nicht so hoch. Bei 100 Megawatt waren wir schon mal. Wir waren mal bei 400 über 400 sogar. Über 300, glaube ich. Über 400 weiß ich nicht. Doch, wir hatten schon was mit 400 mal gehabt. Na gut, es steht halt auch relativ viel. Da nicht viel Metall verarbeitet wird, meine ganzen Schmelzen, alles steht. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt mal dafür gesorgt, dass deine Anlagen wieder laufen. Okay, irgendwas produziert noch Kohlegas, damit die Anlagen hier arbeiten, aber wo? Wo kriegen denn die das Kohlegas her? Schnaps produziert auch Kohlegas. Da. Glaubst du ernsthaft, dass Schnaps seine Anlagen bis zu meiner kommt? Dafür sind viel zu viele Pumpen dazwischen. Glaub mir. Was Schnaps produziert, hat nichts mit meinen Anlagen zu tun. Na gut. Ich habe die Störquelle gerade entfernt. Ja, jetzt hören sie auf zu produzieren. Oh, das heißt, wir können da fast die Vergaser alle abreißen dann. Dann fällt das schon mal weg. Und dann könnte ich mit Kuli fast dann das Zeug mitnehmen. Die Pilzfarm kann ich dann auch 1:1 mitnehmen, weil die brauchen wir dann auch nicht mehr hier. Tüt, tüt. Nee, ganz süß. Danke. Was findest du süß? Honk, honk. Achso. Oh, fuck. Oh, ich hätte vor der Aufnahme aufs Klo gehen sollen. Mich zerreißt's gleich. Das ist gerade echt böse. Ja, gau. Hast du gerade ein Warenhaus da? Aber sicher doch. Ah, super. Danke. Muss mal kurz mich auskotzen.
Oil Sand Extractor sehen aus wie irgendwelche komischen Spinnentierchen. Ja. Spinnen sind immer super. Ja. Ich guck gleich, warte. Interessant. Yeah, die sind ja cool. Erinnert mich gerade ein bisschen an Supreme Commander. Ja, schon. Könnten wir eigentlich auch mal wieder spielen. Das stimmt. Was machen wir denn mit dem Zeug? Kriegst du Stein und über Umweg auch Öl und ein bisschen Gedöns raus und da und was weiß ich was. Ah, okay. Beim Stein ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, wie lange brauchst du denn noch, bis mal Gummis Anlage auf Hochtouren? Oh Gott, ich habe halt einfach noch 160.000. Welches Brummi? Ja, momentan teilen sich ja die Stromanlagen auf. So. Wo kriege ich eigentlich aktuell das Teer her für die Anlage hier unten? Jetzt gar nicht mehr. Die Anlage. Ganze Zeit hauptsächlich von Dossi. Ja, aber die Anlage ist jetzt offline gesetzt worden. Die neue Anlage ist jetzt bereit und kann dir per Zug angeliefert werden. Pump aber davon auch bitte ein bisschen was ins System, weil wenn Schnaps kein Teer kriegt, krieg ich keine Formen mehr, um die Eisenplatten und alles zu pressen. Ja, das musst du aber Brummi sagen, nicht mir. Meint ich ja Brummi damit. Ja, Brummi. Ich habe keine Ahnung, wie hier jetzt die Leitungen liegen. Das ist ja der Punkt. Du musst eigentlich nur, ich habe gesehen, du hast nur eine Pumpe gehabt. Die da hier. Entweder machst du die Pumpe weg oder du drehst sie. Wenn du sie drehst, besteht halt die Gefahr, dass alles an Teer eher rausgeht und nicht in deine Anlage reingeht. Ja gut, da ja aber oben kaum Verbraucher sind. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da alles Teer verbraucht. Ich habe da echt den Überblick verloren. Ja gut, also ich brauche es eigentlich ja gut, wobei ein bisschen macht... Wisst ihr was? Ich klemme mal die Strommasten ab. Das dauert mir zu lang, bis jetzt hier das Teer leer ist. Bis das brennbare Gemisch leer ist. Das. Gucken wir mal. Welche Leitung muss ich denn alles trennen? Die Stromanlage von Kain ist da. So. Wenn ich jetzt diesen Masten hier trenne. Ah, da ist ein Kabel drauf. Ja, wahrscheinlich für deinen Stromschalter, oder? Nee, das ist. Oh Gott, das ist ein altes Kabel für Koks. Eine Schaltung war das, wenn zu wenig Koks da ist, dass das nicht verbraucht wird. Oh, wenn ich das jetzt abklemme, dann geht da gar nichts mehr gleich. Wobei die Anlage reiße ich ja eh ab, von dem her scheiß drauf. Walle ist nur einmal im Jahr. Genau. So, das war das erste Kabel. Da ist es getrennt. Hier ist es getrennt. Dann haben wir. Oh, das wäre jetzt der Strommast. Muss ich es halt reparieren. Pupp. So. Habe ich es erwischt? Na, bei mir hängt es oben. Ja, wobei, das versorgt aber nur meine. Ein, zwei meiner Anlagen. Ich glaube, wir laufen jetzt über Brummi komplett. Mit 260 Megawatt. Ja, also minimal runter. Also reicht's noch nicht. Okay. Aber fast. Und das für ein Abfallprodukt. Ja, das stimmt. Und ich schalte wieder hinzu. Ich produziere mehr, als ich verbrauchen kann aktuell, glaube okay. Ich. Ja gut, und vor allem ich produziere mehr, wie du mir abnimmst. Wenn ich die Landausschüttung, also wenn ich mit Landausschüttung daneben genug Platz mache und das Ding nochmal baue. Kriegen wir so viel Hydrogen? Ach Gott, die Züge stehen ja hinten Schlange. Ja, okay. Und meine Tanks sind immer noch voll. Ja, warum machen wir dann den Synthesegas-Blödsinn, ganz ehrlich? Ja, okay, gut, aber meine Hydrogentanks sind auch komplett voll. Das heißt, Wasserstoff wird jetzt über kurz oder lang dann langsam runtergehen, außer ihr nehmt mehr Hydrogen ab. Warte mal, bis wir mehr Anlagen bauen, wieder mehr Strom brauchen. Ist schon alles gut so. Du meinst, ja, nee. Wir nehmen Sauerstoff ab. Ja, hier steht jetzt gerade alles. Die komplette Elektrolyse steht, weil zu viel Sauerstoff. Sag ich ja. Sauerstoff, nicht Hydrogen. Du sagtest gerade, wir sollen Hydrogen abnehmen. Ah, ja, Entschuldigung. Was ja sehr inkorrekt wäre. Aber gut, dann kann ich ja meine Pumpe mal wieder drehen. Wo ist sie denn? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die Blase so drückt. Oh.
Darf ich jetzt also nicht davon reden, wie der Rhein langsam das Meer füllt und so? Ach, du kannst es noch so oft probieren, das macht's nicht anders. Sollte ich jetzt übers Mischpult so ein bisschen Wasser plätschern anspielen? Und eine Klospülung. Aber ich glaube, das wäre gemein. Vielleicht ein bisschen. Aber gut. Ich habe euch auch ganz, ganz arg lieb. Irgendwie glaube ich dir das gerade nicht. Wieso? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Nein, ich wollte gerade Motoren nehmen. Ah, Gott sei Dank. Danke, wer auch immer die rausgenommen hat, dass er nicht alle genommen hat. Ja, ich klicke immer nur die Hälfte von den Dingern. Danke, Brummi. Wenigstens einer tut's. Brauch noch einen Motor. Gib mir den Motor her. Komm, bau schneller. Was brauchst du denn? Puppen? Nee, Züge. Und Motoren hätte ich keinen, habe ich auch keine, aber Pumpen hätte ich dir geben können. Nee, passt. Aber das Teer hier wird langsam voll, müssen wir ja auch noch loskriegen hier. Der kannst du mir in der Theorie dann auch gleich schicken. Ja, welcher Bahnhof? Tom Ficadenti? Böse, wenn der Tom ja den Mund heißt er so. Wie bitte? Ich habe gerade nichts verstanden. Ich sagte böse Wörter, die du in den Mund nimmst, und Promi sagte, ja, noch heißt er so. Ah, okay. Ja, sorry, wenn der so heißt, kann ich nicht für. Und ich sagte, was für ein Fick. Das kam bei mir gar nicht an. Ich bei mir auch nicht. Ja, kein Wunder bei so vielen Stimmen durcheinander. Ich habe ihn jetzt auch nur T an genannt. T an, alles klar. Ich mache ihn noch. Mach mal wenigstens noch ein bisschen grün. Grünen Tee, schwarzen Tee, Camilla. Grün ist immer super. Also nicht Tee im Sinne von T-E, sondern einfach nur Tee. Tee. Ich glaube Tee. Oh. Oh, da. Wenn wir schon bei Schleichwerbung sind. Da. Da muss ich kurz mitfahren. Aber echt, ey. So. Ich verlasse dich mal kurz, Cody. Oh, was Motoren sind da wieder welche da? Wieso brauchst du Pumpen? willst du irgendwie deine Pumpen loswerden? Hast du zu viele im Inventar oder? Eigentlich nicht, aber. Ich brauche eigentlich keine Pumpen. Davon habe ich noch, danke. Eigentlich nicht, aber es war gerade so passend. Wobei, gut, was habe ich noch? 15, 16. Oh. Ich habe halt etliche verbaut. Und die Anlage hat wieder nichts zum Bauen, weil keiner nachgelegt hat anscheinend. Was fehlt denn da? Da wissen wir jetzt relativ genau, wer das war. Eisenplatten fehlen da. Ja, Eisen fehlt da. Gucken wir mal nach. Oh. Ja, weg ist er. Verpasst? Oh, ich würde so gern Karten. Aber ich. Blöde rumgeschnibbel. Du könntest ja auch ganz kurz zur Toilette gehen und wir quatschen einfach weiter. Wenn ihr das hinkriegt? Wir werden schon fähig sein, weil er darf Cody ein paar Witze oder so erzählen. Oh Gott. Auf wen soll ich die Kamera? Auf wen soll ich die Kamera richten? Machst auf niemanden die Kamera richten. Oder mach's auf Cody, der baut ja eh bei dir. Nein, ich mach gar nichts. Ich laufe wild durch die Gegend. Ja, ich im Prinzip auch. Dann habe ich jetzt die große Karte und bin gleich. Das ist mir noch. Das habe ich noch nie gemacht, ey. In der Aufnahme. Glaub's ja nicht. Oh. Muss schon gebückt laufen. Vor allem, wenn wir da gerade so schön beim Thema sind. Am geplatzter Blase kann man sterben. Ja, kann man. Das ist sogar, glaube ich, ziemlich eklig. Ja, glaube ich auch. Aber im Nachhinein interessiert einen das dann nicht mehr. Einen selbst nicht mehr, da hast du recht. Das kann sogar echt gefährlich sein, weil eine Bekannte von mir ist an so einer Geschichte fast mal gestorben. Da ist das zwar durch eine verpatzte Geburt passiert, mehr oder minder, weil das Kind auf die Blase gerutscht ist. Aber, naja. Gott, was für Themen. Nicht so schön. Angenehmer macht's das wahrscheinlich trotzdem nicht. Nee, überhaupt nicht. Was haben wir heute nur wieder für Themen? Liebe Zuschauer, das ist live, na gut, nicht so ganz, aber fast live, Doskias LP. Genau, live mit Zeitverzögerung, oder? Ganz genau. In Farbe und bunt. In Farbe und bunt sogar. Ja, in Farbe und bunt. Ey, wie können wir uns das leisten? Ja, der Wahnsinn. Weißt du, wie wir uns das leisten können? Lossi bezahlt uns nicht. Stimmt.
Mhm. Und wenn, Schleichwerbung. Wollte gerade sagen, und wenn Leute oft genug auf nation42.de gehen? Dann vielleicht, aber dafür müssten sie es auch tun. Leute, tut's! Tut es! Holt eure Freunde hierher. Dann spielen wir viel, viel häufiger für euch, weil wir dann nicht mehr arbeiten gehen müssen und so. War jetzt gar keine unterschwellige Beeinflussung, oder? Nee, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir haben nur noch so irgendwie so diese komischen drehenden Augen von der Schlange im Dschungelbuch gefehlt. Oder kennt ihr das Enchantment, den kleinen schwarzen Dämon mit Tu es. Oh je. Das kenne ich nicht. Oh je, was habe ich verpasst? Das ist die neueste Serie von Matt Groening vom Sinsenmacher. Aha, okay. Ja, wir haben gerade versucht, die Zuschauer unterschwellig zu beeinflussen. Unterschwellig zu beeinflussen? Ja, auf nation42.de zu klicken. So, aber wir haben sogar an der Stelle diese Hypnokröte einspeisen und nur unsere Soundfile. Genau. Cody? Ja. Und so wäre sowas in der Richtung, ne? Was denn? Steig mal da ein. Da, Zug 213. Meinst du diesen hier, ne? Nee, aber den kannst du auch nehmen. Der ist auch gut. Achso, du meinst den einzelnen da? Wieso fährt der nicht? Ah, okay, jetzt hat er. Nee, passt. Du kannst auch den nehmen. Der fährt quasi dahin, wo ich dich eh hinhaben wollte. Er will mich haben. Oh, was macht eigentlich die Munition? Ist sie schon am Ende? Oh Gott, nee. Ich hab dir eben mal Blei nachgefüllt, weil sie nichts gemacht hat. Dann hast du in die falsche Anlage eingefüllt. Glaube ich nämlich auch. Ja, weil die macht immer noch nichts. Da hatte ich aber Blei eingefüllt. Echt? Dann war das nicht sehr viel. Das war auch gerade nicht so ewig viel da. So, da kommt ein Cody. Nein, da kommt auch kein Cody. Da aber kommt jetzt, ein Cody. Jetzt arbeitet sie wieder. Ich habe 3,5K reingeschmissen. So, dann komm mal mit. Komm. Oh je. Oh. Dann spricht er eben, weil wir es noch über komische Todesursachen haben, über schlechtes Niveau, was? Was? Komm schon, tot durch Blasenpilzen. Was? Was tut dir, ja, wenn ich auf dem Klo bin? Oh Gott. Ja, ich hab nur erzählt, dass es, weil du das so lange angehalten hast, auch wirklich passieren kann, dass man durch geplatzte Blase stirbt. Sterbi, mach was. Sterbi. Oh Gott. Ich bin voll gelaufen mit brennbarem Gemisch. Ich muss die Verbrennung erweitern. So, deswegen meine ich ja, du kannst ja das Innere nach außen noch verschieben. Streichholz? Also theoretisch, Cody, ja, können wir alles hier abreißen, was mit den Vergasern zu tun hat. Fließbänder, Tunnels, Gebäude selber. Ruhe da draußen. Oh, theoretisch können wir ja noch den Abbauplaner einstellen, oder? Wäre das zu riskant? Könnten wir, würde ich jetzt in den Abbauplaner Rohre einstellen, könnte ich hier fälschlicherweise Rohre abreißen, die ich nicht abreißen darf? Eigentlich nicht, oder? Muss ja alles weg hier. Okay, du lässt schon mal. Haben wir hier Drohnen? Ah, ist gerade gesetzt, okay. Dann nehme ich mal einen Abrissplaner und stell den mal ein auf ein paar Sachen. Stell die Naniten aus, oder? Also Vergaser, dann haben wir noch Bänder und Rohre und gelbe Greifer und Untergrundrohre. Untergrundteiler vielleicht noch irgendwo. Ich glaube, Holzmasten sind hier noch drin. Paar, ja, und mittlere. Mittlere auch, alles klar. Dann das hier, Pumpen wahrscheinlich noch. Gut, im Notfall müssen wir mal gucken, was übrig bleibt oder was Teiler, wir zu viel abgerissen haben. Untergrundteiler. Dann probiere ich es jetzt mal vereinzelt.
Ich glaube, wir finden mal wieder Motoren. Wir brauchen unbedingt mal eine größere Motorenwerkstatt. Ja, definitiv. So. Ja gut, das kann ich von Hand abreißen, das passt. So. So, auf den ersten Augenblick sieht's gut aus. Gut, die Lampen hier kann ich auch von Hand abreißen. Ha, jetzt versorge ich uns komplett. Oder? Nee, ich hab doch das Ding dran. Ach, hast du wieder dran? Warte. Jetzt versorgst du uns komplett. Außer ich habe irgendwo einen Mast wieder gesetzt, aber. Nee, also du müsstest jetzt gerade. Es müsste gerade alles über dich laufen. Hm. Weil die Anlagen gehen hier gerade auch aus, ja. Ja, gut, wobei eingerechnet werden wahrscheinlich noch von keinen, aber die liefern ja keinen Strom. Nee, die liefern gar nichts. Ich liefere da gar kein Synthesegas hin. Hat schwer noch ein bisschen Landfill? Landfill, nicht gerade. Nichts mehr in der Anlage? Sind doch fast 1000 drin. Ja, wollte gerade sagen. Und oben hast du auch noch was in deiner eigenen Kiste. Die Rohre habe ich dir vorhin rausgeklaut. Ich dachte, die hast du leer gemacht. Nee, ich habe nur die Rohre. Anfangs habe ich sie nicht angerührt. Später habe ich die Untergrundrohre rausgenommen, weil ich die brauchte, um den Bahnhof anschließen zu können. Wobei wir da bald das Problem kriegen könnten. Oh gut, wir haben ein kleines Problem. Dass sie immer noch zu wenig Sauerstoff abnimmt. Hier unsere Glasproduktion braucht Kohlegas. Oder meine Anlage irgendwann wegknickt, weil. Was macht das hier? Das macht aus Teer. Ja. Aber wobei, gut. Teer kriegen wir ja über einen Zug über Brummi. Also wir müssten eigentlich nur das Teerrohr hier wieder anschließen. Und das ist ja hier. Hier ist ja so ein Teerrohr. Das kommt dann weg. Dann auch weg. Ich leg's erstmal provisorisch rüber. So, dann läuft das wieder. Weil es zu wenig ist, wahrscheinlich. Ich hoffe, das Wasserrohr, was die Anlagen gespeist hat, nichts anderes noch irgendwo in einer anderen Richtung gespeist. Nach oben? Ich glaube nicht. Wobei doch hier gibt es eine Anlage, die Wasser braucht. Aber ich weiß nicht, ob das noch verwendet wird. Das reichhaltige Lehm hier. Keine Ahnung, das hast du mal gebaut. Vor ewigen Zeiten. Lang ist es, ja. Aber hier ist eine separate Wasserleitung. Das ist davon nicht betroffen. Nee, passt. Hä? Was ist denn mit dem Wasseranschluss hier? Forschung. Guck mal, das Rohr hier und da ist gar kein Anschluss. Aber es lief doch bisher. Vielleicht kam das Wasser woanders her, weil das hier ist ja auch, geht ja auch ins Nirvana. Ja, ins Nirvana. Wahrscheinlich kam das von oben. Das ist gut möglich. Dann müssen wir das. Hier drüben ist, glaube ich, Wasser. Ja, hier hätte ich Wasser. Hey, hier ist auch tot. Warte mal. Das ist echt nicht einfach. Das ist Altbestand, das hier, genau. Hier kommt aber noch. Ja, hier kommt Wasser. Dann kann ich. Ich leg dir mal eine Leitung rüber. Schöne lange. So. Ups. So. Jetzt sollst du da passen. Ja, jetzt kann das auch wieder funktionieren. Oh, Titan ist alle. Krass. Nee, hä? Warum hat der kein Titan? Ah, nee, weil das Ding voll ist. Polybutadiene. Ach, Gottes Willen. Polybutadien. Sag ich doch. Hör doch zu. Mann. Tut mir leid, ich kann deine geniale Aussprache leider manchmal nicht so ganz folgen. Echt, Herr Mann. FC. Oh. Schön.
Nur da hat es nicht gepasst, schade. So. So viel Rubber. Gott, wir platzen ja hier mit her. Wir verbrauchen hier halt auch gar nichts. Was wir vielleicht machen könnten, ist, wenn wir hier eh... Ich bin mir nicht sicher, ob dieses eine... der eine Vergaser wird wahrscheinlich nicht dafür ausreichen. Der reicht nur momentan, weil halt hier Glas voll ist. Und Glas ist voll, weil wir gerade gar nichts forschen. Ja, Vergaser haben wir doch jetzt. Ja, deswegen ist die Frage, ob wir hier... Beziehungsweise wir wollten ja eh irgendwann mal die Forschung eh mal aussourcen. Ob jetzt aber der richtige Zeitpunkt ist, ist eine andere Sache. Glaube ich eher weniger. Ja. Ja, alles gleichzeitig machen. Sehe ich das richtig? Da ist ein... Das ist ein Ding für das Kamingas. Hat jetzt auch Asche. Naja, guck mal halt mal. Gut geforscht wird wieder sehr schön. Basic Player Mining Speed. Total unnütz, aber okay. Du kannst wenigstens schneller Gebäude abreißen, was bei so einem größeren Dinger manchmal ein bisschen stimmt. Vorteil ist. Ja, das stimmt. Und allzu viel Auswahl haben wir halt aktuell auch nicht mehr. Ja, wir kommen so langsam echt an die Grenze, ne? So, ich versuche jetzt mal diesen Teil hier als Blueprint zu nehmen. Bis hierher müsste das eigentlich passen. Das nenne ich jetzt, wie nenne ich die Blaupause? Die Blaupause nennen wir, lieber Cody, wie nennen wir sie? Wir nennen sie Holzverarbeitung. Zack. Ach, ist mir was prima eingefallen, so schnell, ne? Ja, ja, genau. Also letztendlich kann man die destruktiven Destillationsapparate hier alle abreißen. Was ist jetzt eigentlich mit Synthesegas? Was soll damit sein? Weil das alles voll ist und alles steht. Ja, wir verbrauchen es ja nicht mehr. Aktuell. Wird zu... Also wir können es gern verbrauchen, dann schicke ich es zu Kain runter. Entweder zu Kain oder wieder zu unserer alten Anlage. Bergwerken, zu den Bergwerken, zu den Bergwerken. Aus der Tank leer. Es läuft doch so... Hä, wieso? Hä, warum? Leer. Okay, warte mal, weil da schicke ich ihn ja nach wie vor hin. Wo steht denn der? Wow, ich kann den scheiß Bahnhof nicht anklicken, weil das so ein scheiß Ruby ist. Und wo kriegen denn die Bärwerke überhaupt der Synthesegas? Oh, wir haben einen Schaltungsfehler, deswegen kommt er nicht mehr. Okay, alles klar. Der Schaltungsfehler ist, wie will er denn fahren? Der will darum fahren, weil er... Ach, Zug, was soll denn das jetzt? Du kannst doch hier lang fahren. Wieso fährt er nicht da lang? Keine Lust. Achso, das kriegst du aus der Mainbase, das Synthesegas, okay. Ja. Yeah. Ja, wir haben ein Factorio-Logik-Problem. Wieso? Der Zug... Für Synthesegas steht da. Er könnte theoretisch das mittlere Gleis nehmen. Das ist nämlich grün. Und dann unten links in den Bahnhof reinfahren. Ah, nee, warte mal. Der will ja gar nicht in dem Bahnhof. Der will ja in dem Bahnhof. Alles klar, hab das Problem gefunden. Jetzt dauert es nur noch, bis der Zug das kapiert. Dann sollte Synthesegas wieder verbraucht werden. Ja, okay. Es must flow. Das war mein Fehler. Ich habe ihm geholfen, nee, dass er das findet. Fehlende Schiene. Beziehungsweise habe ich gerade verrafft, in welchem Bahnhof er möchte. Die ist wahrscheinlich abgeknabbert worden, könnte ich mir denken. Nee. Das ist hier alles relativ neu, deswegen die hat wirklich gefehlt. Er ist vorher über eine Schiene gefahren, wo inzwischen ein Bahnhof sitzt und ein Zug drin steht im Prinzip. Genau. Die Ausweichstrecke war nicht 100% stimmig. Genau. Boah, was also wir hier forschen können, ey. Und nochmal.
geht ja ab und hier. Jetzt dreht er ab, ey. Also können, ja, genau. Level noch mal, wer hat noch nicht? Wir können 5-mal Player Mining Speed machen, ey. Aber das heißt, gleich fällt wieder der Sauerstoffzug, dann produziere ich wieder ein bisschen Wasserstoff. Also der Sauerstoffzug müsste bei dir schon sein, weil bei mir fehlt. Nee, der ist gerade losgefahren. Achso. Fährt er durch den Kreisel und dreht seine komischen Runden. Fährt durchs Erz, durchs Eisenerzfeld. So, aber dann würde ich sagen, mit dieser wunderschönen Folge. Oh, was ist hier los? Warum fährt der nicht? Was ist das für ein Zug? Das ist ein Schmelzwasserstoffabzug. Der hängt hier. Warum hängt der hier? Weil der hängt. Und der hängt, weil. Der hängt. Wo will der hin? Schmelzwasserstoff ab. Also wenn ihr schon 3 Züge mit Wasserstoff abmacht, dann solltet ihr auch dafür sorgen, dass die irgendwelche Wartebereiche haben, ne? Monsieur Nachtfalter. Wir haben ja auch einen Wartebereich. Davon aber da passt halt nur ein Zug rein. Ja, aber 3 Züge habt ihr. Eieieiei. Ja, das bringt jetzt nichts, wenn du die jetzt einfach losschickst. Die kommen ja gleich wieder. Und verstopfen alles. Denkst du, das sehe ich nicht? Ich habe nie behauptet, dass du das nicht siehst. Aber so kannst du mir den Sauerstoffzug jetzt mal durchfahren. Und wenn der durch ist, wird Wasserstoff wieder produziert und die Züge fahren ja auch wieder weiter. Aha. Ja, aber so sollte man es nicht abhängig von machen. Wenn ein Zug fehlt, können 3 andere Züge nicht parken und blockieren alles. Das ist ja ziemlich dämlich. Mach doch hier einfach einen Wartebereich. Ja, bin unterwegs. So, weil jetzt, genau jetzt stehen sie wieder. So, aber ich wollte gerade sagen, wir machen Cut. Und wie es weitergeht, tja, mal gucken. Sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Bis denn. Tschüss.